Guten Morgen, meine Lieben. Ich mach mal gerade das Radio leise. So, ne, damit wir keinen Ärger bekommen. Und am besten noch die Fenster hoch, damit es nicht rauscht. So. Wir sind schon unterwegs. Und ey, ich habe heute ausnahmsweise diesen Vlog-Satz mal nicht gesagt. Wow, einmal Hände klatschen für mich. Ja, wir sind schon unterwegs, denn ich habe ja gestern schon erwähnt im Vlog, oh, ich verliere so viele Haare, denn das ist nicht mehr normal. Ach ja, nicht wundern, meine Haare, die sind jetzt nicht irgendwie so fettig oder so, die sind nass, ich war nämlich gerade noch duschen. Und ja, ich habe ja gestern schon erwähnt und ihr habt ja auch gesehen, dass Jakob das Schlafzimmer am Streichen war. Und ja, wir brauchen noch graue Farbe. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Action, denn T-Dogs, wo wir die andere Farbe haben, guck mal, könnte dein Bruder sein. ich weiß auch gar nicht, was ich mit meinen Haaren machen soll. Ich habe die einfach mal offen gelassen, weil die noch nass sind. Dann können die Luft trocknen und so. Ja. Wie gesagt, T-Dogs ist ein bisschen weiter von uns entfernt, deswegen dachten wir, wir fahren erstmal zum Action und gucken da, weil die haben ja auch immer so Heimwerker-Sachen und da haben wir auch zum Beispiel damals die das ist nochmal diesen weißen Lack für die Küche geholt. Deswegen wollten wir da erstmal schauen, ob wir vielleicht dort was finden. Wenn nicht, dann müssen wir doch zum T-Dogs fahren. Aber wenn wir Glück haben, wäre das natürlich super. Denn Action ist viel, viel näher als T-Dogs. Und wir sind jetzt beim Action angekommen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal und hoffen, dass wir was finden. Zu Hause schon ein bisschen länger. Ich habe sogar schon die ganze Zeit am PC gesessen, habe den Vlog geschnitten und nochmal einen kurzen Videoanruf bzw. Videochat mit Patrizia gehabt, weil wir noch jetzt unseren Kram da so ein bisschen vervollständigt haben und die letzten Sachen so ein bisschen geklärt haben. Und ja, wir waren auf jeden Fall beim Action nicht erfolgreich. Das Einzige, was wir da geholt haben, war Kreppband, weil das da eigentlich ziemlich günstig und auch ziemlich gut ist. Jakob sitzt hier auch schon und ist alles am Abkleben, um jetzt die graue Wand zu machen. Wir sind dann aber schlussendlich doch zu T-Dogs gefahren und haben dann diese Farbe hier geholt. Die haben wir vorher schon immer verwendet und ja. Die ist eigentlich sehr gut. Wir haben da die gleiche genommen, wie wir sonst hatten. Perlgrau. Also das ist nicht so ganz dunkel, aber auch nicht zu hell. Das kann man sich vorstellen wie in unserer alten Wohnung im Schlafzimmer. Meine Oma hat mir hier so einen voll schönen Kranz mit. Ist das mein Wespe geflogen? Nein. So einen schönen Türkranz mitgebracht. Ich glaube, den hat die vom Action oder so mitgebracht. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sagte sie, sie wollte da hin. Und ja, total schön. Den werde ich jetzt gleich auf jeden Fall mal aufhängen. Aber ich werde euch jetzt erstmal ein paar Sachen zeigen. Das haben wir auch noch geholt. Das ist so ein Steckdosendingens. Weil wir haben da hinten in der Ecke so eine Steckdose. Das sind zwei Stück nebeneinander. Und wir wollen das Bett auf jeden Fall so stehen lassen. Und auf meiner Seite ist halt keine Steckdose. Und wir haben da immer eins eingesteckt. Verlängerungskabel auf meiner Seite, damit ich halt auch eine Steckdose habe. Jetzt habe ich nur darüber nachgedacht, da sind nur zwei. In einer ist immer meins eingesteckt, also mein Verlängerungskabel. Was machen wir an Weihnachten, beziehungsweise jetzt die nächste Zeit, wenn wieder die Lichtervorhänge an die Fenster kommen? Und dann haben wir dann hier so ein Ding gekauft, das können wir auf einer Seite reintun. Und dann haben wir halt keine Probleme mehr damit. Dann können wir hier Jakobs, also Jakob kann seine Sachen da einstecken. Und da ist der Lichtervorhang kann da eingesteckt werden und auch seine Nachttischlampe und so. Ja. Ich sitze schon die ganze Zeit noch am PC, habe da gerade meine paar Sachen noch zu Ende gemacht. Habe gerade ein Video geschaut und Jakob war gerade unterwegs und hat dieses Schmuckstück abgeholt. Das ist ein Spiegel, wie man unschwer erkennen kann. Übrigens, ich bin nicht nackt, das ist eine Hose, die jetzt im Licht echt ein bisschen komisch aussah. Ja, weil ich möchte hinter der Türe im Schlafzimmer, wo die Wand jetzt weiß ist, zwei Regale hinmachen, die so als kleiner Schminktisch dienen. Ich überlege, den so zu lassen, weil wir jetzt auch so dieses Holz im Schlafzimmer so ein bisschen
ja, mehr machen wollen, weil unsere Nachttische sind ja aus Holz und dann wollte ich das so ein bisschen, ja, so ein bisschen aufgreifen sozusagen. Aber ich überlege, ob ich das vielleicht, ja, nicht doch dann in Weiß mache. Aber Weiß auf einer weißen Wand ist auch blöd. Oder dann einfach Grau. Muss ich mal schauen. Schreibt mir mal, was ihr am besten fänden würdet. Hier hinten liegt auch die kleine Mausi. Ne, Schatzi? Die haben wir hierhin verfrachtet und mit ihrer Decke, weil die ganze Zeit eben ins Schlafzimmer gelaufen ist. Jetzt haben wir ja gesagt, okay, wir machen die Tür zu. Und wegen den Dämpfen, Jakob hat sich da einfach die Fenster aufgemacht und den Ventilator ein bisschen angemacht, damit halt diese Dämpfe nicht so krass sind. Und dann werde ich jetzt gleich mal anfangen zu kochen. Aber ja, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Jakob hat noch keinen Hunger, meine Oma auch nicht. Ich auch jetzt nicht wirklich. Wir haben nämlich eben Brötchen gegessen. Und dann werde ich ihn noch ein bisschen machen lassen. Ich habe auch gefragt, ob ich helfen soll. Nein, er will es selber machen. Okay, dann werde ich mich um was anderes kümmern, solange. Ich hoffe, man sieht nicht, wie sehr ich am Schwitzen bin. Aber es ist heute schon echt warm geworden im Vergleich zu den letzten Tagen. Ich hoffe, das geht bald wieder weg, denn das ist mir schon wieder zu warm. Ja, auf jeden Fall bin ich am Schwitzen, weil es in der Küche 100 Grad heiß ist. Ich halte zwar schon Fenster auf, aber boah, es ist echt heiß da drin. Ich bin nämlich am Kochen und ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Aber zur Erklärung, ja, falls man es hört, es ist schon Weihnachtsmusik. Keine Ahnung, was mit mir falsch läuft oder keine Ahnung, was mit mir nicht richtig ist. Aber ich bin dieses Jahr so früh in Weihnachtsstimmung. Keine Ahnung warum. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich im Moment so viel plane, was Weihnachten angeht. Also generell privat und auch für Videos und also so im Allgemeinen halt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin schon seit Tagen stundenlang Weihnachtsmusik am Hören. Wenn ich morgens aufstehe, heute Morgen, wo ich duschen war zum Beispiel, habe ich Weihnachtsmusik dabei gehört. Jetzt beim Kochen höre ich Weihnachtsmusik. Oh, keine Ahnung, was mit mir falsch ist, ehrlich. Fragt mich was Leichteres. Ja. Auf jeden Fall bin ich am Kochen. Nudeln kochen, die Tomatensoße, die ist am Köcheln bzw. am Erwärmen. Und die Champignons sind im Ofen. Die habe ich mit. Also, wir machen das immer so: Das haben wir von Jakobs Mama. Die macht immer so Schmierkäse, also so Schmelzkäse, normalen oder Kräuter kann man da nehmen. Und dann vermischt man das mit diesen. Ja, also man hüllt die Champignons praktisch aus und die haben halt da immer so einen kleinen Stiel. Das schneiden wir klein und machen das da so rein, dass das praktisch vermischt ist. Damit füllen wir die und diesmal habe ich halt oben noch so ein Stückchen, so ein kleines viereckiges Stückchen Feta da drauf getan und sieben davon habe ich mit Bacon umwickelt. Wir haben nur eine Packung Bacon gekauft, was aber auch vollkommen reicht. Und ja, da waren sieben Scheiben drin, also haben wir sieben Champignons, die größten mit Bacon umwickelt. Und das ist auch im Backofen. Das dürfte auch gar nicht mehr so lange brauchen. Zoe liegt hier unten und ist am Schlafen. Und ja, Jakob ist immer noch dabei zu streichen. Das ist wohl nicht so einfach, wie er sich das gedacht hat. Denn er hat das andere weiß gestrichen. Das ging eigentlich mega gut. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Das Grau ist eigentlich noch besser von der Deckkraft her. Aber das Rosa ist sehr, sehr hartnäckig und das Rosa kommt die ganze Zeit durch. Und ja, aber ich hoffe, dass es fertig wird. Der ist jetzt schon bestimmt 3 Stunden damit beschäftigt und immer wieder kommt dieses scheiß Rosa da durch. Ich weiß auch nicht, warum, was das für eine komische Farbe ist. Wir hatten in den anderen Wohnungen nie Probleme damit und haben immer nur diese graue Farbe benutzt. Und ja, beim einmal anstreichen ging eigentlich alles. Aber ja. Was ich noch nie in einem Video gemacht habe, das werde ich jetzt mal machen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch so geht. Weil ich erzähle mal so von meinem Tag, erzähle euch, wenn es mir gut geht, erzähle euch, wenn es mir schlecht geht oder was gerade so los ist. Und mich würde echt mal interessieren, wie es euch geht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was bei euch so abgeht, wie es euch geht. Geht es euch gut, geht es euch schlecht? Ich hoffe natürlich nicht. Das wäre schön. Und ja, ich werde jetzt mal zu Ende kochen. Und ja, ich hoffe, dass das Essen Jakob ein bisschen aufmuntert. Und dass wir dann heute mit dem Schlafzimmer fertig werden. Dass wir damit fertig werden und dass wir die Regale in der Küche und im Schlafzimmer noch machen können.
Jetzt haben wir schon, warte, ich gucke mal gerade auf die Uhr, 19:04 Uhr. Und das wäre, glaube ich, schlecht, wenn wir jetzt noch anfangen würden zu bohren. Also, ja, denke ich mal, macht Jakob dann das Schlafzimmer noch fertig. Und dann fangen wir morgen dann endlich an, die Regale zu machen. Das dürfte dann klappen. Hört man die Musik? Jingle Bell, Jingle Bells. Die Weihnachtsmusik habe ich mal ausgemacht, weil ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch schon in Weihnachtsstimmung ist. Und ich denke mal, das nervt euch. Wie gesagt, hier kochen Nudeln. Hier haben wir die Tomatensoße. Den Rest Feta, den ich über hatte, den habe ich damit reingetan. Das schmeckt mega gut, wenn das so ein bisschen anfängt zu schmelzen. Und hier haben wir. Oh, ich denke nie daran, dass das beschlägt. Mensch. Hier haben wir die Champignons. Da sind die mit Bacon und die normalen. Sieht auf jeden Fall schon mega geil aus. Und ich freue mich aufs Essen. Ich bin ein richtig schlechter Essensvlogger. Es tut mir leid. Das sieht schon richtig massakriert aus. Und ich denke jetzt erst daran, euch das Fertige zu zeigen. Ja, bei Jakob sieht es auch nicht anders aus. Und du siehst fertig aus. Bist du fertig? Also mit den Nerven. Ja, das war schon gestern. Auf jeden Fall, das schmeckt sehr, sehr gut, oder? Was sagst du? Schmeckt super. Das freut mich. Ja, ich wollte es euch trotzdem noch zeigen. Und ja, wir essen jetzt mal weiter.